Hier zum Beispiel ein typischer Fruchttrieb, schon leicht nach unten geneigt, starke Knospen, die die Blüte schon anzeigen im Frühjahr. Den kürzen wir mal so ein, dass er aus dem Bereich der Krone rauskommt. Hier ebenfalls so ein Trieb, ein paar Wassertriebe an den alten Schnittstellen, die werden alle entfernt. Dieser alte Fruchttrieb, der ins Innere der Krone geht, wird ebenfalls ansatzlos entfernt. Wichtig ist die Stellung des Astes. Die sollte einen gewissen Winkel nach oben haben, einen leichten. Perfekt würde ich diesen Ast bezeichnen. Der ist nicht waagrecht und hängt nicht leicht nach unten, so wie der. Das ist nur mehr ein reiner Fruchttrieb. Den würde ich in dem Fall schon entfernen, ist schon 3 Jahre alt. Sieht man immer an dem Jahreszuwachs. Sowas entfernt man aus der Krone komplett.